Hallo und willkommen bei den Spezialisten für BMW Mercedes. Heute haben wir eine Mercedes C-Klasse 204er. Bei dem Kunden war das Erbesteuer defekt. Er wollte nicht viel Geld für ein neues ausgeben, hat sich stattdessen ein gebrauchtes gekauft. Das gebrauchte Steuergerät ist ja keine schlechte Lösung. Man muss nur dafür Sorge tragen, dass das Steuergerät heil ist und auch zu dem Fahrzeug passt. Leider kann Mercedes ein gebrauchtes Steuergerät nicht programmieren, denn das gebrauchte Steuergerät war bereits irgendwo verbaut und hat eine Fahrgestellnummer reinprogrammiert. Diese Fahrgestellnummer kann Mercedes nicht ändern. Das ist wie eine gebrannte CD, wenn sie einmal beschrieben ist, dann ist sie beschrieben. Wir haben die Möglichkeit, diese Fahrgestellnummer anzupassen und dieses Steuergerät anzulernen, denn wir arbeiten mit verschiedenen Programmierern zusammen. Das läuft normalerweise so. Wir brauchen 3-4 Stunden für so eine Anpassung. Das Fahrzeug muss natürlich nach Hamburg. Das Steuergerät alleine hilft uns leider nicht. Der Programmierer loggt sich in unseren Rechner ein und ändert die Fahrgestellnummer. Danach wird dieses Fahrzeug anhand des Mercedes-Servers und unseres Mercedes-Testers einfach online kodiert, damit es genauso ist, wie es vom Werk gewesen ist. Das heißt, das Steuergerät wird nicht irgendwie ausgebaut, gelötet und so weiter. Wir machen auch keine Lötarbeiten irgendwie an Steuergerät wie das Airbag. Würde ich euch auch nicht empfehlen, denn ein Airbag-Steuergerät ist halt ein relativ empfindliches Teil und wenn da jemand irgendwie rumlötet und dann löst bei einem Unfall das Steuergerät nicht aus, ist es vielleicht nicht so wirklich sinnvoll. In dem Fall kann man halt sehen, das Steuergerät meckert wegen der Fahrgestellnummer. Die Änderung der Fahrgestellnummer ist ohne Ausbau der Steuergerät möglich, das heißt per Diagnose, und dann wird das Steuergerät halt über den Mercedes-Server programmiert. Wir legen los und zeigen euch danach, dass es auch fehlerfrei ist. Die Fahrgestellnummer wurde jetzt angepasst, das heißt, das Steuergerät ist jetzt nicht mehr verriegelt. Wir können die offizielle Inbetriebnahme halt durchführen. Man kann das hier sehen. Das heißt, wir fangen jetzt mit der Inbetriebnahme halt an. Läuft alles über den Mercedes-Server, das heißt, das System wählt sich in den Mercedes-Server halt ein, prüft, ob das Steuergerät halt zu dem Fahrzeug passt. Ich muss jetzt einmal meine Login-Daten eingeben. Moment. So, jetzt verbinden wir uns mit dem Mercedes-Server und das System programmiert das Steuergerät so, wie es vom Werk gewesen sein sollte. Das heißt, wir haben das Steuergerät nicht ausgebaut, wir haben da nicht irgendwie rumgelötet, nichts irgendwie verändert. Das ist alles komplett original und alles komplett über die Diagnose. Und das Steuergerät funktioniert danach genauso wie ein originales Steuergerät, was auch vom Werk verbaut wurde, denn es ist offiziell über den Mercedes-Server halt auch programmiert und auch dokumentiert. Man kann auch sehen, dass es alles tatsächlich so ist, wie es sein sollte. In dem Fall, wie ich schon gesagt habe, in manchen Fällen muss man ein Software-Update machen, damit das auch funktioniert. Das müssen wir in dem Fall machen, kannst du ja mal kurz zeigen. Denn das Fahrzeug bzw. möchte von uns einen anderen Software haben, einen anderen Softwarestand, denn unser Softwarestand ist einfach zu alt. Wenn man ein Update macht, muss man natürlich das Fahrzeug an ein Ladegerät anschließen. Da haben wir ein spezielles Ladegerät, was wir dafür verwenden, was auch wirklich sehr, sehr viel Leistung hat. Ohne Ladegerät gehen wir natürlich das Risiko ein, dass das Steuergerät kaputt gehen kann, ohne Ladegerät. Und deswegen schließen wir immer bei der Programmierung immer ein Ladegerät an. So, ich fange mit dem Update halt an. Ein Update ist immer im Preis inklusive, wenn der Tester das natürlich fordert. Deswegen funktioniert das auch nicht, uns die Steuergerät zuzuschicken. Das Auto muss hierher und wir müssen das halt vor Ort halt machen. So, er sagt uns, dass wir bestimmte Sachen machen müssen. Zum Beispiel den Scheibenwischer müssen wir ausmachen, sonst geht das Update natürlich nicht. So, den haben wir noch nicht deaktiviert. Ups. Genau. Und jetzt können wir das Update halt ganz normal starten. So, die Kodierung läuft jetzt ab, kann man hier sehen. Danach wird das Steuergerät bzw. die Programmierung läuft. Danach wird das Steuergerät kodiert und halt angelernt, damit es genauso ist, wie es vorher war. Ich denke mal, mehr gibt es zu der Thematik nicht zu sagen. Wenn ihr Fragen habt, am besten per E-Mail mit Fahrgestellnummer, dann können wir euch sicherlich helfen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.